Ist das der Anfang einer neuen politischen Ehe? Die Freiheitlichen kommen zu den Sondierungsgesprächen in den SVP-Sitz. Das Gespräch hinter verschlossenen Türen dauert länger als mit anderen Parteien. Das war auf jeden Fall sehr, ich sag, konstruktiv, sachlich, freundschaftlich ist vielleicht das Wort, aber halt, ich habe da jetzt nichts Negatives gespürt, eigentlich nur Positives. Doch will das noch nichts heißen. Die Freiheitlichen wollen nämlich nur dann mitregieren, wenn die Themen Einwanderung, öffentliche Sicherheit, Wohnen und Soziales einen blauen Anstrich erhalten. Ich weiß nicht, ob Sie das Regierungsübereinkommen SVP-Lega gesehen haben. Das sind allgemeine Formulierungen, allgemeine Vorhaben. Und ich glaube, 2 Wochen nach Unterschrift hat es keiner mehr gewusst, was da drin steht. Das gibt es mit uns nicht. Mit uns gibt es nur eine Zusammenarbeit, wenn unsere Forderungen, die dann verbindlich sind, dass die dann drinnen stehen. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, die SVP habe noch nie so interessiert den Vorstellungen der Freiheitlichen zugehört wie heute. Mit glasklaren Vorstellungen haben die Freiheitlichen die Sondierungsgespräche geführt. Uns geht es überhaupt nicht um Posten, sondern uns geht es wirklich um Inhalte. Deswegen, ob es jetzt 1 oder 2 italienische Landesregierungsmitglieder sind, ob die jetzt 11 oder 8 sind, das kümmert uns eigentlich nicht, weil uns interessieren nur die Anliegen, die wir für die Südtiroler, die uns gewählt haben und die sich bestimmte Veränderungen zum Positiven in Südtirol erwarten, interessieren.